Wasserburg am Inn. Eine der geschichtsträchtigsten Städte Oberbayerns zeigt sich von seiner atmosphärischen Seite. Im Laufe des 15. Jahrhunderts sorgen Handwerk, Handel und Kunst für eine Blütezeit, die sich noch heute in den engen Gassen und eindrucksvollen Bauten widerspiegelt. Und während zahlreiche Geschäfte und Handwerksbetriebe nach wie vor das Altstadtbild prägen, hat sich vor den Toren der Stadt eine 1887 gegründete Molkerei zum weltweit agierenden Großunternehmen entwickelt. Auf ca. 200.000 Quadratmetern produziert die Molkerei Mägle hier hochwertige Produkte aus Milch und Molke, aufgeschlossen modern und bayerisch traditionsbewusst zugleich. Mehr als 1.000 qualitäts- und umweltbewusste Betriebe beliefern den Firmenstammsitz jeden Tag mit frischer Milch, neben Rahm und Molke der wichtigste Flüssigrohstoff von Mägle. Über 500.000 Liter werden dabei täglich auf dem Molkereigelände angenommen. Diese erreichen den Betrieb in speziellen Milchsammelwagen und werden nach einer kurzen Zwischenlagerung direkt in der Milchannahme weiterbearbeitet, an jedem einzelnen Tag im Jahr. Die wichtigste Aufgabe hierbei erfüllen zwei Separatoren. Unter vollautomatischer Steuerung trennen sie die angelieferte Milch in zwei wichtige Bestandteile: Magermilch und Rahm. Dieser hochwertige Rohstoff wird über ein modernes Rohrsystem direkt in die Butterei transportiert. Denn am Mägle-Standort Wasserburg hat sich das erfahrene Mitarbeiterteam neben einer vielfältigen Produktpalette auf die Herstellung von Butterprodukten spezialisiert. Hier werden Markenbutter, Joghurtbutter sowie verschiedene Butterspezialitäten hergestellt. Grundlage jedes dieser Produkte bildet der zuvor gewonnene Rahm. Um die Qualität zu sichern, wird dieser in speziell entwickelten Anlagen erhitzt und anschließend wieder heruntergekühlt. Qualitätskontrollen bei allen Herstellungsschritten sichern den hohen Mägle-Standard. In doppelwandigen Tanks mit Spezialrührwerken muss der Rahm anschließend reifen. Ein Prozess, der rund 18 Stunden dauert und später für eine optimale Streichfähigkeit sorgt. Danach geht's in die Butterungsmaschine. Hier sorgt ein leistungsstarkes Schlagwerk für den eigentlichen Butterungsprozess. Durch das Schlagen des Rahms wird die Buttermilch von der Butter getrennt und die Emulsion gewinnt an Festigkeit. Rund 6000 Kilogramm können so pro Stunde hergestellt werden. Die Drehbewegungen einer Doppelschnecke verdichtet die Masse abschließend zum geschmeidigen Butterstrang. Handelt es sich um die beliebten Mägle-Butterspezialitäten wie Kräuter, Steak und Grill- oder Knoblauchbutter, werden an dieser Stelle vielfältige Gewürze und frische Kräuter beigemischt. Auch in Sachen Form und Gewicht bietet Mägle seinen Kunden vielfältige Möglichkeiten, von der Portionsbutter bis hin zur filigranen Tiefkühlblüte. Diverse Packmaschinen bieten zudem ein individuelles und umfangreiches Verpackungssortiment. Umgerechnet rund 2 Milliarden Liter Flüssigrohstoffe wie Milch, Rahm und Molke verarbeitet Mägle jährlich am Stammsitz Wasserburg. Daraus stellt das Unternehmen neben seinen bekannten Markenprodukten auch sogenannte funktionale Produkte wie Milcheiweiß und Laktose her. Zu deren Herstellung wird Magermilch und Molke eingesetzt. Als fertige Trockenprodukte finden sie später in der Pharma-, Lebensmittel- und Futtermittelindustrie Verwendung. Denn auch dort, wo nicht der Markenname Mägle ins Auge sticht, sind von Mägle hergestellte Erzeugnisse enthalten. Diese sogenannten Halbfabrikate werden in den Sprühtürmen hergestellt. Grundlage dafür bildet Molke, ein bei der Käseherstellung gewonnener Flüssigrohstoff, der zu 94% aus Wasser besteht. In den Verdampferanlagen wird der Molke ein Großteil des Wassers entzogen. Umgerechnet verarbeitet Mägle 1,7 Milliarden Liter Flüssigmolke pro Jahr. In hochmodernen Anlagen wird der Flüssigrohstoff dabei durch einen Heißluftstrom getrocknet. Gerade in der Pharmaindustrie spielen von Mägle produzierte Trägerstoffe eine ganz entscheidende Rolle. Denn als einer der größten Hersteller der Welt
produziert Meckle-Wasserburg hier in speziell entwickelten Anlagen pharmazeutische Laktose. Diese bildet den Trägerstoff für die Herstellung von Tabletten, ein Marktsegment, mit dem Meckle in über 100 Ländern der Erde vertreten ist. Außerdem stellt Meckle funktionale Trockenprodukte für die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie her. Diese verfeinern die Qualität der Endprodukte wie Desserts, Suppen, Soßen oder Fleischwaren ganz entscheidend. Die nach der Pharma- und Foodproduktion verbleibende Melasse wird ebenfalls getrocknet und verlässt das Firmengelände anschließend als eiweißreiches Molkepulver für die Tierernährung. Weltoffen und qualitätsbewusst. So will sich das gewachsene Familienunternehmen mit den bayerischen Wurzeln auch in Zukunft präsentieren. Dafür steht der Firmeninhaber Toni Meckle, die Geschäftsleitung sowie die rund 850 Mitarbeiter am Standort Wasserburg. Ein ähnlich großes Mitarbeiterteam vertritt die Marke Meckle im Ausland, überwiegend in den osteuropäischen Ländern. Intensive Forschung und Entwicklung gehören in Wasserburg deshalb zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Ausgewiesene Experten arbeiten täglich daran, die Marke Meckle flexibel, kundenorientiert und auf höchstem Qualitätsniveau zu halten. 10 firmeneigene Labore und 30 Qualitätsexperten sichern täglich diesen Standard. So wird, neben chemischen und physikalischen Analysen, auch unter dem Mikroskop deutlich, dass nur hochwertige und kontrollierte Rohstoffe zu den bekannten Meckle-Produkten werden. Sie werden direkt aus den modernen Lagerräumen in die ganze Welt geliefert und sorgen überall für die Meckle-typischen Glücksmomente. Natürlich auch im schönen Wasserburg selbst.